Okay, ja, also einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Veranstaltung heute. Ich bin Paul Reschke, ich bin Mitglied von Traces und ich will heute gar nicht so lange reden, denn ich habe heute die Ehre, hier bei den vergifteten Verhältnissen Heinz Bude als Moderator vertreten zu können. Und ich glaube, die einzige größere Ehre, die ich mir vorstellen kann, ist, Ihnen die heutige Vortragende vorzustellen, nämlich Tamara Bodden. Tamara Bodden forscht und lehrt an der Universität Kassel, unter anderem zu Diskurslinguistik, zu Game Studies, aber insbesondere eben auch zur Schnittstelle von Sprache und Kunst und ist eben entsprechend auch Mitglied von Traces. Dem einen oder anderen könnte Tamara Bodden auch in künstlerischen Kontexten begegnet sein, da sie unter anderem seit 2011 in verschiedenen Projekten des Kasseler Vereins Studio Lev mitarbeitet und engagiert ist. Das ist ein gemeinnütziger Verein für musikalische Bühnenprojekte von und mit Jugendlichen in der Region Kassel. Und dort war sie unter anderem Darstellerin, Co-Regisseurin, Komponistin und Songwriterin, aber auch Vorsitzende. Und als Vorsitzende muss man sich eben auch mit der Einwerbung öffentlicher Mittel für den Kulturbetrieb beschäftigen. Und das führt auch schon in den Kern des heutigen Vortrags, denn Tamara Bodden präsentiert die Forschungsergebnisse ihrer bereits eingereichten Doktorarbeit zur öffentlichen Finanzierung des Kulturbetriebs, einer diskurslinguistischen Untersuchung am Beispiel der Documenta 14. Und vielleicht noch, bevor ich an Tamara das Wort übergebe, gerade da ich selbst auch Sprachwissenschaftler bin, möchte ich zur Verortung dieser und auch ihrer Forschung sagen, die Documenta ist eben nicht nur das, was darauf ausgestellt wird, sondern auch alles, was währenddessen, davor und danach dort besprochen oder eben auch verschwiegen wird. Und wenn Sie jetzt noch nicht davon überzeugt sind, dass das interessant sein kann, dann bin ich mir sicher, dass Sie das nach Tamara Bordens Vortrag sein werden. Bitte, Tamara. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Die Vortragsreihe trägt ja den Titel Vergiftete Verhältnisse und das Thema, über das ich heute sprechen will, hat eigentlich gleich doppelt was mit diesen vergifteten Verhältnissen zu tun. Denn einerseits gucke ich mir das Zusammentreffen von Kunst und Ökonomie an, was irgendwie scheinbar vergiftet oder schwierig ist. Und zweitens, wie Paul schon gesagt hat, habe ich mich mit der Documenta 14 und dem Finanzdefizit, wie es in den Medien diskutiert wurde, auseinandergesetzt. Und auch da kann man sagen, dass zumindest einige Verhältnisse zum Beispiel zwischen den Akteuren sehr angespannt waren. Ich werde im zweiten Teil des Vortrags vor allen Dingen dann auf das Documenta 14 Finanzdefizit und die mediale Skandalisierung eingehen, am Anfang aber auf dieses erste Thema Kunst und Ökonomie, weil das war auch der Ausgangspunkt und meine Forschungsfrage quasi für diese linguistische Dissertation. Dabei interessiert mich, wie dieses scheinbar vergiftete Verhältnis von Kunst und Ökonomie einerseits entstehen kann, aber auch wie das Wissen dazu sprachlich vermittelt wird und in Diskursen sich sedimentiert. Für das Erste habe ich beispielsweise einen Blick geworfen in kunstwissenschaftliche Theorien oder auch die Soziologie. Und da schreibt beispielsweise Pierre Bourdieu, das künstlerische Feld hat sich in der und über die Ablehnung bzw. Umkehrung des Gesetzes des materiellen Profits gebildet. Er geht quasi davon aus, dass die Idee des Eigennutzes an das Feld der Ökonomie gebunden ist, dass das aber auch einen konträren Entwurf der Uneigennützigkeit bräuchte. Und diese Uneigennützigkeit ist quasi mit dem Feld der Kunst verknüpft. Er beschreibt in seinen Schriften unter anderem beispielsweise die Entwicklung, dass sich das Kunstfeld wegbewegt hat in der Finanzierung von der Kirche und dem Mäzenatentum und eine Öffnung hin zum Markt kam. Und gerade diese Öffnung ermöglichte aber auch, dass bestimmte Sparten der Kunst sich marktferner positionieren und antiökonomisch agieren. Peter Bendixen schreibt auch, während in der Wirtschaft die Geldebene über die physische Ebene herrscht, spielt in der Kultur die physische Ebene, also die konkreten Werke, die Hauptrolle, während hier das Geld nur ein Hilfsmedium darstellt. Und Bourdieu lässt auch etwas Anschließendes quasi sagen, in der künstlerischen Welt als einer verkehrten ökonomischen Welt sind die sich am eindeutigsten antiökonomischen gebärdenden Verrücktheiten in bestimmter Hinsicht vernünftig, wird jedoch das Freisein vom Interesse anerkannt und belohnt. Isabel Graw fasst es zum Beispiel noch kürzer, indem sie sagt, Marktphobie ist gut fürs Geschäft. Und im Kunstfeld kann man dann auch beobachten, dass es eher marktorientierte Bereiche gibt, wie beispielsweise Auktionshäuser und solche Institutionen wie die Documenta, also Biennalen, sich eher marktfern inszenieren und möglichst frei sein von diesen ökonomischen Interessen. Olaf Feldhuis beschreibt das Ganze zum Beispiel mit dem Konzept des Hostile Worldview, dass es quasi zwei feindlichen Welten gibt, die sich gegenüberstehen und verschiedene Logiken aufweisen.
Trotzdem kann sich die Kunstwelt natürlich nicht den Einflüssen der Ökonomie entziehen. Das kann einerseits direkt passieren durch den Markt oder auch indirekt, beispielsweise durch Sponsoring oder die öffentliche Finanzierung, wie es auch bei der Documenta zu finden ist. Denn die Ökonomisierung prägt eigentlich fast alle Felder. Also wir finden es nicht nur im Kunstfeld, sondern beispielsweise auch in der Wissenschaft oder in der Politik. Da beschreibt quasi Ökonomisierung als Begriff das Übergreifen ökonomischer Logiken in diese anderen Felder, die vielleicht andere alternative, konträre Logiken haben. Und das ist besonders im Kunstfeld so strittig, weil diese Oppositionsbildung einfach inhärent ist. Aber es können auch viele Forscherinnen eigentlich gerade beobachten, dass es zu Strukturänderungen mit Hinblick auf diese Oppositionsbildung kommt. Also, dass auch das Kunstfeld sich immer mehr öffnet für diese Ökonomisierung. Die Fachliteratur, die ich gelesen habe, da habe ich beobachtet, dass sehr oft sprachliche Bilder genutzt werden, um dieses Verhältnis von Kunst und Ökonomie darzustellen. Und das knüpft eigentlich an meine zweite Frage an, nämlich wie dieses Wissen sprachlich vermittelt und auch in die Gesellschaft getragen wird. Es werden also meistens Metaphern genutzt. Metaphern sind quasi sprachliche Figuren, die aus zwei Komponenten besteht, einem Bildspender und einem Bildempfänger. Das heißt, dass wir vom Bildspender Wissenselemente übertragen, weil die uns meistens sehr bekannt sind, diese Bildspender, und einen neuen Gegenstand dem Bildempfänger quasi damit verständlich machen. In unserem Fall ist das Verhältnis von Kunst und Ökonomie, was beispielsweise damit dargestellt wird. Und wenn ich zum Beispiel in meinen Korpus, was dort rechts an der Wand dargestellt ist, das werde ich auch noch ein bisschen erläutern, was es damit auf sich hat, angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ebenso wie in der Fachliteratur ganz oft sprachliche Bilder wie Antonyme genutzt werden. Antonyme sind ja gegensätzliche Wortkombinationen, wie zum Beispiel oben und unten, links und rechts, vorne und hinten. Und das erklärt vielleicht auch den Titel des Vortrags, den ich gewählt habe, Kunst first, Geld second. Das ist nämlich ein Zitat aus meinem Korpus, das stammt aus einem Leserkommentar. Und da wird genau dieses antonymische Verhältnis dargestellt von Kunst und Ökonomie. Um vielleicht ein bisschen meinen Korpus näher zu erklären. Ich habe ja die letzten 4 Jahre an meinem Dissertationsprojekt gearbeitet und habe dabei über 230 verschiedene digitale Texte untersucht. Das sind einerseits digitale Zeitungstexte gewesen. Die können zum Beispiel aus Leitmedien wie der FAZ, der Welt stammen, können aus lokaler Presse wie der HNA stammen oder auch aus der New York Times, denn ich habe sowohl deutsche als auch englische Texte untersucht. Hinzu kommen aber auch zum Beispiel Petitionen oder offene Briefe und vor allen Dingen über 1000 Leserkommentare zu diesen digitalen Zeitungsartikeln, denn mich interessiert besonders auch, wie die Kasseler Öffentlichkeit oder auch einfach die allgemeine Öffentlichkeit zum Beispiel aus dem Kunstbetrieb zu dem Thema mitspricht und redet. Und genau diese Akteure, egal ob das LeihInnen beispielsweise sind oder auch Leute aus dem Kunstfeld, benutzen diese sprachlichen Bilder wie diese Antonyme. Und bei Kunst first, Geld second bemerkt man vielleicht auch, dass mit diesen Antonymen, also das vorne und hinten in second und first, auch eine Bewertung verknüpft ist. Meistens gibt es eine positive Seite und eine negative Seite und damit wird ganz oft diese räumliche Orientierung genutzt, um unser körperliches Erfahrungswissen auf abstrakte Gegenstände zu übertragen. Das findet sich zum Beispiel auch in den Texten, wenn geschrieben wird, Kunst will sich vom Kommerz abheben oder Künstler sollen sich nicht dem Markt unterordnen oder es käme zu einer totalen Unterwerfung unter das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Man kann also feststellen an diesen Beispielen, dass ganz oft Kunst der positive Wert zugeordnet wird und die Ökonomie als negativ und feindlich gesehen wird. Ganz im Sinne von Olaf Feldhuis Hostile Worlds View, dass quasi die Ökonomie eine Bedrohung für die Kunstwelt darstellt. Da ich aber zum Beispiel auch diese Leserkommentare angeguckt habe, da äußern sich auch ganz viele Leute, die eher negativ dem Kunstfeld gegenüber eingestellt sind, die zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass meine Steuergelder für sowas ausgegeben werden und ähnlichen, sodass auch zum Beispiel ein Leserkommentar in der Welt schreibt, Kunst hat einen niederen Stellenwert als der ominöse, umgefallene Reissack in China, denn dieser kann den Reispreis beeinflussen. Hier wird also ein Phraseologismus mit dem Reissack in China, den wir vielleicht alle kennen, verbunden mit diesem hohen und niederen Stellenwert. Hier wird also gesagt, Ökonomie ist oben und Kunst ist unten und ich finde Ökonomie eigentlich wichtiger als Kunst, denn die hat eigentlich gar keine große Bedeutung für die Welt. Andere Beiträge sprechen sich dagegen aus, dafür, dass man Kunst und Ökonomie miteinander verbinden sollte. Hier wird zum Beispiel eine Metapher genutzt. Eine Documenta wird auf 2 Säulen aufgebaut, künstlerische Sicht und finanzielle Sicht. Beide müssen im Einklang stehen. Es ist Aufgabe der Documenta-Leitung, die sich entgegenstehenden Sichtweisen in Einklang zu bringen. Also hier wird einerseits ein architektonisches, sprachliches Bild genutzt in dieser Architektur mit 2 Säulen, gleichzeitig aber auch das Bild des Einklangs aus der Musik geborgt, um zu sagen, es muss eigentlich harmonisch miteinander klingen.
Es wird außerdem in vielen Texten des Diskurses bemerkt, dass die Documenta sich zwar als sehr marktfern inszeniere, dabei aber auch ihre ökonomischen Verstrickungen selber verschleiere, indem zum Beispiel zwar nicht an den Kunstwerken selbst die Galerienamen stehen, diese aber ja auch irgendwie an anderer Stelle aufgeführt werden, dabei aber nicht ganz klar ist, welche Rolle spielen jetzt diese Galerien oder auch SponsorInnen. Und da wird quasi zum Beispiel ja, einfach darüber gesprochen, dass man das klarer kommunizieren sollte. Und in diesem Kontext wird zum Beispiel das Stichwort der Janusköpfigkeit benutzt. Also hier wird auf den antiken Gott angespielt mit seinen zwei Köpfen. Und auch hier ist es diese Metapher, die ein agonales Verhältnis, wie ich das in meiner Arbeit bezeichne, ausdrücken zwischen Kunst und Ökonomie. Denn zum Beispiel wird über Adam Cimczyk gesagt, er sei janusköpfig, indem er sich einerseits sehr antikapitalistisch gebe, auf anderer Seite aber natürlich ökonomisch von der Ausstellung profitiere. Und das hat natürlich auch mit diesem Sprechen und Denken zu tun, dass wir immer Kunst und Ökonomie als getrennte Bereiche sehen, dass zum Beispiel auch KünstlerInnen vorgeworfen wird, dass sie selber ökonomisch profitieren von Ausstellungen oder hohe Preise für ihre Werke einfordern, weil immer angenommen wird, eigentlich will die Kunst doch nichts mit der Ökonomie am Hut haben, also wieso sollte jetzt viel Geld ausgegeben werden, was auch kritisch gesehen werden kann. In diesem Kontext wird zum Beispiel auch die Überschreitung des Budgets von vielen DiskursakteurInnen als quasi eine vollendete Bestrebung des Autonomieideals gesehen, dass quasi gesagt wird, eigentlich ist es ein künstlerischer Akt gewesen, das Budget zu sprengen, weil so gezeigt wird, uns steht die Kunst quasi an erster Stelle und das Budget ist an zweiter Stelle, genau, in diesem Sinne von Kunst first, Geld second. In diesem ersten Teil habe ich also die verbale Inszenierung des kritischen Verhältnisses von Kunst und Ökonomie als eine Grundlage für meinen Diskurs kurz erklärt. Und die kann uns vielleicht auch dabei helfen zu verstehen, warum die Gespräche über Finanzierung in der Kunst manchmal so kritisch sind, weil einfach bestimmte Gedankengrundlagen das Gespräch darüber schwierig machen. Denn es besteht zwischen Kunst und Ökonomie etwas, was ich anknüpfend an Lyotard als Widerstreit bezeichnen würde. Also es gibt konträre Logiken, die alle beide ihre Berechtigung haben, aber man kann nicht sagen, eine hat Vorrang und die nächste nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem der Ökonomisierung, dass in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen einfach die Ökonomie doch meistens am längeren Hebel steht und quasi mehr Gewicht hat in den Diskussionen. Im zweiten Teil werde ich jetzt über meine Fragen mit dem konkreten Blick auf den Diskurs gucken. Und da habe ich vor allen Dingen angeknüpft an Foucaults Konzepte zu Macht im Diskurs. Dabei knüpfe ich unter anderem an Fragen an, wie zum Beispiel, wer darf im Diskurs sprechen, wer spricht vielleicht nicht, über wen wird gesprochen und welche Deutungsszenarien setzen sich vielleicht in diesen Diskursen durch. Eine Prämisse für meine Forschung ist dabei der Konstruktivismus oder das, was wir linguistisch darunter fassen, nämlich die Annahme, dass Sprache nicht nur unsere Wirklichkeit irgendwie abbildet und darstellt, wenn wir darüber sprechen, sondern auch unsere Sicht auf die Wirklichkeit ganz entscheidend prägen kann, dass quasi die Sprache auch so eine Linse bildet, mit der wir die Wirklichkeit anders wahrnehmen. Die Diskurse spiegeln deswegen auch nach meinem Chef Andreas Gard die Einstellung von SprecherInnen wider und können dementsprechend auch handlungsleitend für die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirken. Das heißt, die Leute, die sich in einem Diskurs durchsetzen können und quasi viel sprechen dürfen, viel ihre eigene Narrative und ihre Darstellung auf die Wirklichkeit durchsetzen können, haben natürlich auch in der Wirklichkeit eine große Handlungsmacht, weil einfach an diese sprachlichen Diskurse auch lebensweltliche Realitäten anknüpfen. Gard schreibt deswegen auch, Wahrheit entsteht im Diskurs und wer die Macht über den Diskurs hat, entscheidet über die Wahrheit. Um diese Frage nachzugehen, wie viel Macht hat eine Stimme im Diskurs, nehme ich als Beispiel einen HNA-Artikel, nämlich den vom 12.09.2017. Und falls Sie die Debatte damals verfolgt haben, also für mich ist das natürlich noch ganz frisch, weil ich da sehr viel zu gearbeitet habe, das war der Artikel, wo dieser Finanzskandal quasi in Anführungsstrichen an die Öffentlichkeit getragen wurde. Und das ist für mich nicht die Debatte, die Finanzdebatte, die ich komplett untersuche, denn die startet bei mir schon ein bisschen früher, weil schon zu Beginn des Jahres 2017 tatsächlich die Geschäftsführerin Annette Kuhlenkampf sich an die Öffentlichkeit gewendet hat und gesagt hat, es besteht eine strukturelle Unterfinanzierung der Documenta. In diesem Kontext sagt sie noch ganz klar, nein, wir steuern nicht auf ein Defizit zu, aber es ist trotzdem problematisch, dass der Documenta-Etat zur Hälfte eigen eingeworben werden muss und quasi nur zur Hälfte öffentlich finanziert und getragen wird, weil zum Beispiel andere Institutionen wie die Staatstheater Kassel oder auch die Hersfelder Festspiele sehr viel höhere Etats im Vergleich zur Documenta hat. Also mit dem Blick auf diesen Startpunkt der
öffentlichen Krise stellt sich auch die Frage, gab es tatsächlich 2017 eine Krise? Und da würde ich quasi mit Blick auf meine Forschung sagen, dass es gleich drei Krisen bei diesem Documenta-Finanzskandal dem Öffentlichen gab. Nämlich an erster Stelle stand eine ökonomische, also finanzielle Krise, in dem quasi die Finanzen schief liefen in dem Sinne, dass die Documenta auf eine Zahlungsunfähigkeit zusteuerte und deswegen einfach diese Bürgschaften eingefordert werden mussten. An zweiter Stelle knüpft daran eine kommunikative Krise. Denn dadurch, dass die Informationen dazu im Aufsichtsrat geleakt wurden an die Presse und die Presse natürlich diese Informationen dann an die Öffentlichkeit trägt, konnte die Documenta selbst oder der Aufsichtsrat nicht das Narrativ im Diskurs bestimmen und selber federführend quasi sagen, welche Fakten jetzt gerade da sind und Ähnliches, sondern hat die Kontrolle einfach über das Narrativ verloren. Und an dritter Stelle knüpft noch eine Vertrauenskrise eine öffentliche an, die auch mit diesen kommunikativen Problemen zusammenhängt, dass einfach eine Vertrauenskrise zu Documenta im Allgemeinen, aber auch für spezifische Akteure entstanden ist. Krisen sind nach Zink, Isma und Schewe Grenzerfahrungen mit der routinierten Ordnung. Und deswegen werden diese Grenzerfahrungen auch sehr häufig mit Metaphern, also sprachlichen Bildern dargestellt, um sie besser verständlich zu machen. Es gibt da beispielsweise schon sehr viel linguistische Forschung zur Finanzkrise 2008 und 2007, die quasi auch beschreiben, dass zum Beispiel Krisen dann dargestellt werden als Naturgewalten, um sie besser verständlich zu machen. Metaphern können nach Peters und anderen deswegen auch die Funktion übernehmen, als neuartig, beunruhigend oder bedrohlich Wahrgenommenes gedanklich zu erfassen, sprachlich zu bewältigen und wirkungsvoll mitzuteilen. Das heißt, diese ganzen schwierigen Zusammenhänge werden einfach in diesen metaphorischen Narrativen ein bisschen runtergebrochen, um sie besser verständlich zu machen. Die Forscher George Lakoff und Mark Johnson beschreiben diese konzeptuellen Metaphern, von denen ich eigentlich auch schon im ganzen Vortrag ganz viel spreche, in ihrem Werk Metaphors We Live By und beschreiben, dass sie eigentlich in unserem allgemeinen Sprachgebrauch quasi automatisch entstehen und immer weitergetragen werden. Es kommt ganz selten vor, dass diese konzeptuellen Metaphern von einzelnen Sprechergruppen oder einzelnen Sprecherinnen stark geprägt werden in einem Diskurs. Und sie beschreiben aber ein Beispiel, nämlich Präsident Carter der USA, der in den 70er Jahren die Ölkrise metaphorisch als ein Kriegsgeschehen konzeptualisiert hat und damit ganz entscheidend prägte, was auch die politischen Aktionen danach sind, indem quasi von Kampfhandlungen und Ähnlichem metaphorisch gesprochen wird. Und ganz ähnlich passiert es eigentlich bei diesem HNA-Artikel vom 12.09.2017. Wir müssen nämlich als Sprachwissenschaftler zum Beispiel immer bedenken, an wen richtet sich zum Beispiel ein Kommunikationsmedium. Und die HNA hat ja vor allen Dingen ein Publikum zum Beispiel der Kasseler Öffentlichkeit und Bürgerschaft oder nordhessische BürgerInnen. Das heißt, das sind LeihInnen, wenn man jetzt mit dem Kunstfeld spricht oder dem Politikfeld, dass sie quasi nicht aus diesen Feldern stammen, sondern sich vor allen Dingen dann für Fragen interessieren, wie zum Beispiel, was mit dem Geld passiert ist und wer schuld hat. Und die erste Zeile, ich habe hier auch den HNA-Artikel nochmal hingehangen, falls jemand später nochmal einen Blick drauf werfen möchte, ist: Leiter setzte Geld in den Sand. Also schon mal eine Antwort auf die Frage, wer hat vielleicht Schuld? Und sie gehen weiter: Chimchik hat die Documenta an den Rand des Ruins gebracht. Und der Documenta-Aufsichtsrat ließ den Ritt ins zügellose Finanzabenteuer naiv und willenlos zu, wie es in einem weiteren Artikel der HNA von Horst Seidenfaden am gleichen Tag heißt. Also so viel zur Frage, wer Schuld hat. Und es geht auch weiter mit der Frage, was passierte mit dem Geld, in dem geschrieben wird, wohin das Geld geflossen oder auch versickert ist, sei noch weitgehend unklar. Ein Loch von 7 Millionen Euro klaffte im Etat der Ausstellung. Das Millionenloch sei in Athen entstanden und nach HNA-Informationen soll der Standort Athen viel mehr Geld verschlungen haben, als eingeplant war. Ich habe diese ganzen Metaphern zusammengefasst und würde sie beschreiben als eine Art Fahrtmetapher, die häufig gebraucht wird, dass quasi die Documenta konzeptionell als ein Gefährt dargestellt wird, was von Adam Chimchik gesteuert wird. Der Aufsichtsrat, wie im Artikel von Horst Seidenfaden beschrieben, hat diese Fahrt quasi nicht gut kontrolliert und ihm einfach freie Hand am Steuer gelassen. Und jetzt befindet sich das Gefährt in einer Art aussichtslosen Lage, zum Beispiel an diesem Rand des Ruins, oder hat schon einen Schaden erlitten, der sich in Form dieses Lochs zum Beispiel zeigt, wo Geld rausfließt. Und auch diese Flüssigkeitsmetaphern, die ganz typisch sind für Geld, beschreiben ein schwieriges Verhältnis, nämlich dass das Geld irgendwo versickert sei oder dass Athen wie ein Monster das Geld verschlungen hätte, was natürlich auch schon eine Deutung ist, was genau mit dem Geld passiert, dass es irgendwie auf Abwägen geraten sei, was natürlich nicht der Realität der einfach nachrechenbaren Zahlen irgendwie entspricht.
Damit hat die HNA also eine sehr starke Deutung der Wirklichkeit vorgenommen und auch eine sehr starke Schuldzuschreibung, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz zulässig ist, weil ja sehr viele Fragen auch noch offen waren und nicht geklärt werden. Um jetzt zurückzukommen auf die Frage, welchen Einfluss das tatsächlich hat, so ein Artikel der HNA. Der Kommunikationswissenschaftler Jo Reichert schreibt, Kommunikationsmacht im Diskurs hatte der oder die, dessen oder deren Äußerung versteinerte bzw. sich in Praktiken veralltäglichte. Diese Versteinerung kann man mit dem Konzept der Intertextualität nachvollziehen. Intertextualität ist quasi ein Begriff, der beschreibt, dass Texte sich auf andere Texte beziehen. Das kann einerseits sehr transparent passieren, indem zum Beispiel auf AutorInnennamen, auf Titel von anderen Texten verwiesen wird oder zum Beispiel ein Datum angegeben wird, indem zum Beispiel Zitate verwendet werden, die wir an Anführungsstrichen gut erkennen können. Es kann aber auch ein bisschen weniger gut sichtbar sein, wenn zum Beispiel Anspielungen gemacht werden oder sogar Plagiate, das heißt, das versteckt einfach auf andere Texte referiert wird. Und das begegnet uns zum Beispiel in literarischen Texten ganz auffällig, wo dann ein intertextuelles Spiel einfach dazugehört, zum Beispiel in postdramatischen Theatertexten, ist aber ganz prägend auch für unsere allgemeine Kommunikation. Also in unseren Medientexten wird ständig auf andere Texte verwiesen, sei das zum Beispiel eine dpa-Meldung, die von allen möglichen Zeitungen benutzt wird, aber auch zum Beispiel eine Quelle für Zitate. Für mich war vor allen Dingen interessant, deswegen habe ich ausschließlich digitale Texte untersucht, dass besonders Hyperlinks ja sehr gut nachvollziehbare intertextuelle Spuren sind. Denn immer, wenn ein Hyperlink gesetzt ist, kann ich zum Beispiel in meiner Lektüre auch auf diesen Link springen und dort weiterlesen. Was ich da hinten an der Wand gemacht habe, was man schon ein bisschen sehen kann, ist, dass ich quasi in meinem Korpus, also in diesen 230 Texten, die ich analysiert habe, oh danke Christine, räumt schon ein bisschen auf, Intertextualität ist sehr actionreich. Was man dann nämlich sehen kann, ist, dass ich quasi in jedem einzelnen Text quasi 600 Seiten Text durchgeforstet habe, wo ein Text sich auf einen anderen Text bezieht. Und diese intertextuellen Spuren habe ich notiert. Das sind über 600 Verweise zum Beispiel aus meinem Korpus heraus auf andere Texte, die ich rekonstruiert habe, auf andere Quellen und über 200 Verweise im Korpus selbst. Was da zum Beispiel super auffällig ist, der Dokumentardiskurs ist wahnsinnig sexistisch. Es werden so gut wie keine Frauen zitiert. Annette Kuhlenkampf natürlich als zentrale Akteurin kommt immer wieder zu Wort, aber wann immer es darum geht, ExpertInnen-Meinungen reinzuholen, werden ausschließlich Männer zitiert, was so eine kleine Side-Note ist. Aber was ich damit auch zum Beispiel nachvollziehen kann, ist, wie viel Kommunikationsmacht tatsächlich ein Text im Diskurs aufweist. Wie viel quasi ein Text dann in anderen Texten wiederum aufgegriffen wird und somit vielleicht auch die Meinung oder die Narrative durchsetzen kann. Und was man hier hinten an der Wand sieht, das ist ganz beschränkt quasi diese intertextuelle Darstellung, denn oben, wo alle möglichen roten Fäden drauf zulaufen, das ist der HNA-Artikel vom 12.09.2017, auf die quasi, ich glaube, über 40, 50 Quellen zurückverweisen, indem sie beispielsweise den Titel nennen, Informationen wiedergeben oder ähnliches. Das heißt quasi, er hat sehr viel kommunikative Macht in diesem Diskurs, weil er einfach als erster Informationspunkt diese Informationen bringt. Das heißt, die ganz nahen Artikel, man kann nämlich von oben nach unten sortiert sehen, dass es sich chronologisch sortiert, wobei es ein bisschen gestaucht ist in der Mitte. Da sind die einzelnen Tage und oben und unten sind es eher Monate. Und von links nach rechts kann man nachvollziehen, das sind alphabetisch sortiert quasi die ganzen Medien, die ich untersucht habe. Und diese große Linie, die man sieht, das sind alles HNA-Artikel, die einfach zu diesem Thema geschrieben haben. Also ich habe einfach da die vernetzten Artikel alle gefunden. Die HNA hat also ein Deutungsszenario der Krise durch diese Farbmetapher durchgesetzt und ich habe dann festgestellt, dass die gleiche Bildsprache sich auch in zahlreichen anderen Texten wiederfindet, unter anderem in den Leserkommentaren. Da habe ich ja über 1000 untersucht und da wird zum Beispiel auch immer wieder geschrieben, Cimcik habe die Dokumenta gegen die Wand gefahren oder ähnliches, was diese Fahrt aufgreift. Aber nicht nur in den Leserkommentaren, sondern auch in zahlreichen anderen Zeitungen, zum Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung, Welt, Fokus, FAZ, Hessenschau, Deutschlandfunk und sogar im englischen Diskurs bei Artnet finden sich ganz ähnliche metaphorische Bilder. So findet sich zum Beispiel immer wieder die Lochmetapher, dass das Geld herausgeflossen ist. Dann auch diese Situation einer aussichtslosen Lage, wie zum Beispiel mit dem Rücken zur Wand oder ein Kind, was in den Brunnen gefallen sei. Die Fahrtmetapher wird auch in anderen Variationen aufgegriffen und vor allen Dingen ein Bild, was immer wieder geteilt auftaucht, ist das Bild der Seefahrt. Also Leiter setzte Geld in den Sand, das habe ich, glaube ich, gerade eben noch nicht erklärt, ist natürlich ein nautisches Bild, weil in den Sand setzen heißt eigentlich sowas wie auf Sand auflaufen mit einem Schiff, deswegen auch die Fahrtmetapher.
Und so wird zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass die Documenta ein kulturelles Flaggschiff sei, was nicht untergehen darf. Es wird im Englischen gesprochen von einem Fiscal Bloodbath, also einem Blutbad. Und die Documenta muss durch eine Rettungsboje des Aufsichtsrats oder eine Rettungsleine gerettet werden. Und selbst der Oberbürgermeister Geselle greift genau diese Metapher zufällig oder intendiert, ich weiß es nicht, zum Antritt Sabine Schormann 2018 nochmal auf, wenn er schreibt: Alles in allem nimmt das Schiff also nach einer kurzen Phase zwischen rauer See und Flaute, wie sie in der Seefahrt vorkommt, wieder an Fahrt auf. Es kann natürlich auch Zufall sein, dass sich diese Bilder wiederholen, und es ist auch ganz normal, dass diese sprachlichen Bilder einfach auch in unserem Sprachgebrauch etabliert sind, weil konzeptuelle Metaphern einfach in unserem Denken und Sprechen ganz normal sind und vor allen Dingen auch Krisen immer mit ähnlichen Bildern dargestellt werden. Aber dadurch, dass man diese intertextuellen Spuren nachvollziehen kann, ist es auch gar nicht so, ja, so abwegig anzunehmen, dass sich einfach dadurch, dass sie den Diskurs angestoßen haben und sehr viele Texte Bezug drauf nehmen, auch dieses Narrativ, wie die Krise wahrgenommen wird, ganz maßgeblich mit beeinflusst haben können. Aber dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, Intertextualität ist nicht gleich Intertextualität. Wenn ein Text sich auf den HNA-Artikel zum Beispiel bezieht, kann dieser Text auch distanzierend eingesetzt werden. Das zeigt sich einerseits, wenn ich diese Medientexte miteinander vergleiche und schaue quasi, wo Spuren bestehen zwischen verschiedenen Medien. Aber ich habe mir auch angeschaut, welche einzelnen Akteure zum Beispiel zitiert werden. Deswegen habe ich mir nochmal fokussierend dann die künstlerische Leitung, also Adam Cimcik, die Geschäftsführung, Annette Kuhlenkamp und die beiden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, also Oberbürgermeister Geselle und Boris Rhein, nochmal genauer angeschaut, indem ich zum Beispiel geguckt habe, wie werden sie auf Bildern dargestellt und wie häufig, wann wird über sie gesprochen, wann dürfen sie zum Beispiel selbst sprechen. Das ist auch quasi diese Frage nach diskursiver Macht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel geguckt habe, welche Zitate werden verwendet und wie werden sie unterschiedlich eingeleitet. Denn zum Beispiel auch die Prädikate, wie Zitate verwendet werden, können ganz maßgeblich beeinflussen, wie wir eine Person im Diskurs wahrnehmen. Wenn zum Beispiel Kuhlenkamp am Anfang des Diskurses sagt, die Documenta sei unterfinanziert, wurde es zum Beispiel manchmal eingeleitet, dass sie es sagt, manchmal, dass sie sich beklagt oder etwas schimpft. Und natürlich ist das eine starke Färbung, wie wir die Aussage wahrnehmen, aber auch wie wir Kuhlenkamp als Person wahrnehmen. Dann ist noch ein weiteres Mittel, wenn Intertextualität passiert, dass zum Beispiel auch Dialogizität, also ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zitat und dem neuen Kontext, in das es eingebettet ist, erzeugt wird. Zum Beispiel bei dem Motto von Athen lernen von Adam Cimcik. Das wird ganz, ganz häufig im Diskurs, manchmal in Medientexten, vor allem aber in Leserkommentaren, erneut aufgegriffen und quasi ein Narrativ des Schuldenmachens in Athen aufgemacht, in dem so negative Stereotype zur Finanzkrise in Griechenland verbunden wird mit diesem Motto, dass quasi manchmal einfach nur von Athen lernen und ein Smiley geschrieben wird, weil alle verstehen, was damit gemeint ist in diesen Leserkommentaren, die natürlich alle auch aufeinander Bezug nehmen. Ein weiteres Beispiel wäre ein Zitat zu den Löhnen in Athen, was im Juli 2017 auch eine kleine Diskussion war, weil da irgendwie diskutiert wurde, ob die Athener Mitarbeiterinnen beispielsweise weniger Lohn bekommen als die deutschen Mitarbeiterinnen. Und da hat Annette Kuhlenkamp gesagt, es gäbe keine Ungereimtheiten, die wir nicht erläutert hätten. Dieses Zitat ist besonders spannend, weil es nicht nur im Juli auftaucht, sondern sehr viel später, wenn dieser Finanzskandal quasi in der Öffentlichkeit ist, wird dieses Zitat aus dem Kontext gerückt. Und natürlich gab es da sehr viele Ungereimtheiten zu diesem Zeitpunkt, sodass dieses Zitat in dem neuen Kontext einfach so wirkte, als ob sie wahnsinnig inkompetent ist, wenn die Aussage kommt. Das Zitat wurde halt sehr häufig benutzt, weil sie zu diesem Zeitpunkt selber nicht sprechen durfte. Und das hängt auch ein bisschen mit dieser spezifischen Situation des Diskurses zusammen. Und damit kommen wir zu einem dritten Schwerpunkt in meiner Arbeit. Ich habe ja als erstes über das Verhältnis von Agonalität von Kunst und Ökonomie gesprochen. Dann gerade eben ein bisschen was zur Intertextualität und Macht erläutert. Und der dritte Schwerpunkt, der mich interessiert waren Sagbarkeitsräume des Diskurses und auch Ausschluss im Diskurs. Für manche, die sich erinnern, ist es vielleicht noch präsent, aber es gab ja ein sogenanntes Redeverbot oder Schweigegebot, wie es in unterschiedlichen Medientexten perspektiviert wird, dass quasi zentrale Akteure einfach nicht sprechen sollten. Das wird beschrieben, dass zum Beispiel keine Antworten auf Anfragen gegeben werden von der Presse,
dass Akteure untergetaucht werden oder dass einfach diese alten Zitate recycelt werden, wie im Falle von Kuhlenkampf, was ich gerade eben erläutert habe. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass es drei Krisen der Documenta gab. Und eine dieser Krisen ist die kommunikative Krise gewesen. Deswegen habe ich mir auch, weil die Documenta GmbH natürlich einige Parallelen zu einem wirtschaftlichen Unternehmen aufweisen, Forschung zur Krisenkommunikation aus den Wirtschaftswissenschaften angeguckt. Und nach Christoph Burmann gibt es fünf konkrete Schritte im Handling von Krisen, die ich mir dann angewendet auf den Diskurs angeschaut habe. Was dabei aber ganz wichtig ist, ich habe keine Ahnung, was intendiert war, welche Schritte tatsächlich umgesetzt werden sollten, ob sie sich mit diesen Konzepten befasst haben, sondern ich kann natürlich immer nur die diskursive Realität, das heißt die Spuren, die ich in Texten finde, sehen und verifizieren. Das heißt, ich spreche nicht über die Realität, sondern über die textliche Realität. Und ein erster wichtiger Schritt ist nach Burmann die schnelle Kommunikation mit Stakeholdern. Da muss man natürlich überlegen, wer sind Stakeholder der Documenta? Sind das zum Beispiel die Mitarbeitenden? Ist es die Kasseler Öffentlichkeit? Sind es kunstinteressierte Menschen? Und all diese Gruppen interessieren sich natürlich einfach für diese Krise und wollen Kommunikation erhalten, quasi wollen aufgeklärt werden, was passiert. Ein zweiter wichtiger Schritt ist völlige Transparenz, was auch als Full Disclosure Policy genannt wird. Das heißt, alle Informationen müssen aufgezeigt werden und wenn Informationsdefizite bestehen, müssen die auch kommuniziert werden, was zum Beispiel der Aufsichtsrat immer wieder gemacht hat, indem sie sagten, wir warten noch auf diesen Prüfbericht von PwC, dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, was quasi alles aufklären sollte. Und sie haben dann auch ganz klar gesagt, wir können zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Informationen rausgeben, weil das reine Spekulation war. Ein dritter wichtiger Schritt ist die Übernahme von Verantwortung. Und ich habe zum Beispiel in meinem Diskurs auch den Stamm Verantwortung mir angeschaut und geschaut, wann sprechen Leute über Verantwortung, weil das natürlich auch eine zentrale Frage ist, die zum Beispiel die Kasseler BürgerInnen und ähnliche interessiert haben. Und da ist ganz spannend, dass vor allen Dingen beschrieben wird, dass alle eher davon ausgehen, dass sich Leute aus der Verantwortung ziehen und keine Verantwortung übernehmen wollen. Und tatsächlich habe ich zumindest in den Texten, die ich untersucht habe, nur Annette Kuhlenkampf einmal die Aussage tätigen gesehen, dass sie schreibt quasi, es sind Fehler passiert und wir müssen dafür Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel spricht der Oberbürgermeister Geselle häufiger von Verantwortlichkeiten, also aufgeteilter Verantwortung, was eigentlich auch der Documenta eher gerecht wird, weil es nicht die eine Verantwortung gibt, sondern ja sehr viele Personen beteiligt sind. Ein vierter wichtiger Schritt ist die zielgruppenorientierte Kommunikation. Das heißt, man muss auch gucken, wer sind die Stakeholder und wie können wir mit denen sprechen. Und da zeigt sich zum Beispiel die künstlerische Leitung oder das Kurationsteam der Documenta hat auch einen öffentlichen Brief zum Beispiel relativ zu Beginn geäußert, wo es auch sehr viel Unmut im Diskurs zum Beispiel in den Leserkommentaren zu gab, dass einfach dieses Kunstsprech verwendet wird, dass halt sehr viel irgendwie abgelenkt wird, indem über künstlerische Positionen gesprochen wird, wo Adam Cimcik aber auch klar sagt, ich kann nicht über Ökonomie und Zahlen sagen, ich habe halt meine künstlerische Sicht und das ist die Art und Weise, wie ich spreche. Und das fünfte ist die One-Voice-Policy und hier kommen wir jetzt auch zurück zu dem Bogen, den ich aufgespannt habe mit dem Schweigegebot. Denn es ist ganz typisch für solche Unternehmenskommunikation oder Krisen von Unternehmen, dass die Kommunikation auf eine Person oder eine Gruppe von Personen gebündelt wird. Das können zum Beispiel leitende MitarbeiterInnen sein, das können Öffentlichkeitsverantwortliche sein oder zum Beispiel Verwaltungsräte oder in diesem Fall war es ja der Aufsichtsrat bzw. die zwei Vorsitzende des Aufsichtsrates. Das soll dafür sorgen, dass einerseits zum Beispiel Widersprüche vermieden werden, dass nicht falsche oder unterschiedliche Informationen rausgegeben werden und es soll letztendlich zu einer Stärkung des Vertrauens in die Institution führen. Das Problem bei der Documenta ist aber ein bisschen, auch wenn ich jetzt einen Vergleich zu einem Wirtschaftsunternehmen aufgemacht habe, dass die Documenta natürlich nicht so ganz klar wie ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert, dass halt diese verschiedenen diskursiven Positionen von Aufsichtsrat, von künstlerischer Leitung und auch von Geschäftsführung unterschiedliche Standpunkte verträgt und quasi auch unterschiedliche Meinungen ähnliches. Und eine Besonderheit ist auch, ich habe mir diese Agonalität nicht nur von Kunst und Ökonomie angeschaut, sondern auch, wo sie sonst im Diskurs erzeugt wird. Und das ist auch ganz deutlich, dass sehr viele Spannungsverhältnisse auch sprachlich erzeugt werden, genau zwischen dem Aufsichtsrat und der künstlerischen Leitung oder auch Geschäftsführung und künstlerischen Leitung und so weiter, halt quasi im Dreieck, dass man das Gefühl hatte, das ist keine kommunikative Einheit, aber es durften tatsächlich aus diesem Dreieck nur zwei Personen dann sprechen. Und das führt auch ein bisschen zu einer Verletzung der Full Disclosure Policy, also dieser Orientierung, dass alle Informationen auf den Tisch gebracht werden sollen in Krisen.
Denn zum Beispiel dadurch, dass der Aufsichtsrat dann nur in Pressekonferenzen oder wenigen Pressemitteilungen sich äußert, kommt es zum Beispiel auch nicht zu einer Auflösung von Falschfakten, die im Diskurs gestreut werden. So wird zum Beispiel in, ich glaube, es war ein HNA-Artikel, von einem 6-stelligen Betrag für den Transport des Marmorzells von Rebecca Belmore gesprochen. Kuhlenkampf sagt sehr viel später, es handelt sich eher um 6.000 Euro. Zwischendurch hat sich aber die Falschinformation schon sehr weit verbreitet und sehr viele Leute haben sich echauffiert, wie teuer das denn sei und ähnliches. Das heißt, auf bestimmte Punkte wird nicht so eingegangen. Und im Diskurs wird vor allen Dingen diese Aufarbeitung als sehr intransparent charakterisiert. So schreibt zum Beispiel Artnet, in this vacuum effects, the most troubling debris flying around the issue still lands on Documenta. Und es wird gleichzeitig auch von einer Rumor Mill, einem undurchsichtigen Sumpf des Diskurses, einem Abtauchen von Akteuren gesprochen, von einem Mantel des Schweigens, in den sich Leute hüllen. Und zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung schreibt, es brodelt in der Gerüchteküche, die vom Schweigen der Documenta-Leitung noch kräftig angeheizt wird. Also dieses Schweigen ergibt sich als sehr unproduktiv für den Diskurs. Das ist eher sehr viel Schaden für die Documenta bringt, weil einfach sehr viele Falschinformationen und Anschuldigungen gestreut werden, auf die keiner so richtig klar reagiert. Und das ist vielleicht auch eine kleine Parallele, die man ziehen kann zur aktuellen Antisemitismusdebatte der Documenta, dass auch da nicht immer ganz klar ist bei den Pressemitteilungen, die es zum Beispiel gab, wer gerade die Stimme ist, die spricht. Ist es zum Beispiel die Documenta GmbH, ist es die künstlerische Leitung und ähnliches. Und auch da gibt es nicht so ein ausführliches, großes Gespräch, sondern vor allen Dingen kurze Statements. Und auch hier führt es dazu, dass Ruhen Grupper letztendlich auf eFlux dann nochmal ein großes Statement mit einer Verteidigung ihrer Person oder ihrer Gruppe veröffentlicht. Und das ist zum Beispiel auch was, was im Documenta 14 Mediendiskurs passiert ist, dass zum Beispiel auch die künstlerische Leitung und das Kurationsteam immer wieder auf eFlux dann alternative Antworten oder Statements publiziert. Bei der Documenta 14 war auch ein Problem, dass dieses Schweigegebot zu Beginn noch nicht bekannt war. Dass quasi dieses Ausbleiben der Kommunikation, dass immer Anfragen gestellt werden an Cimcik und auch Kuhlenkampf, einfach Verdacht erregte. Denn ein ganz wichtiger Schritt der Vertrauensforschung ist, dass Vertrauen nur kommunikativ wiederhergestellt werden kann. Jemand, der schweigt, wird immer ein bisschen als komisch wahrgenommen, weil man sich ja, wenn man eine reine Weste hat, auch äußern könnte. Und solange noch nicht klar war, dass sie gerade nicht sprechen dürfen, einfach wegen der One-Voice-Policy, standen sie sehr stark im Verdacht. Und deswegen wird zum Beispiel auch im Diskurs das Ganze beschrieben als Maulkorb, der ihnen angelegt wurde. Ein Knebel, so beschreibt es selbst Adam Cimcik, der dann später dieses Schweigegebot bricht. Und so gehen eigentlich alle Akteure vor, sowohl Kuhlenkampf, dann der ehemalige Oberbürgermeister Meister Hilgen, der auch sehr viele Anschuldigungen bekommt und auch Cimcik wenden sich letztendlich an die Presse und geben jeweils Interviews, wo sie dann nochmal andere Stellungnahmen geben, was wahrscheinlich auch einfach Konsequenzen für sie hatte rechtlich, weil sie ja schon auch einen Vertrag unterschrieben haben, der zum Beispiel dann sowas sagt wie, wenn der Aufsichtsrat eine Weisung gibt, dann sollte man sich dran halten. Das war also schon mal so ein bisschen ein Problem dieser 5 Schritte, dass einerseits halt richtige Schritte eingegangen wurden, wie diese One-Voice-Policy, sie aber gleichzeitig auch zu Problemen führte, weil es einfach in Konkurrenz damit einem anderen Schritt geraten ist. Dann wurde natürlich auch versucht, einfach kommunikativ das Vertrauen in die Documenta wiederherzustellen. Zum Beispiel in der Neubesetzung der Geschäftsführung. Gleichzeitig kam es aber auch zu einer Umbenennung des Postens und das kann ganz zufällig sein, ist aber ein bisschen auffällig, weil zum Beispiel diese Umbenennung in Generaldirektor schon bei der Documenta 5 gemacht wurde. Der damalige Leiter, Harald Seemann, wurde nämlich auch statt künstlerischer Leiter Generaldirektor genannt, weil sich da erhofft wurde, dass ein Rebranding dieser Figur und eine Neuinszenierung der Figur quasi mit vonstatten geht. Und wenn ich jetzt auf die Documenta 5 verweise, natürlich lohnt es sich, wenn man über Finanzdefizite spricht, auch einen Blick auf die Historie der Documenta zu werfen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht, indem ich ein kleineres Korpus mit Stichprobentexten zur Historie der Documenta angeschaut habe, wo man auch ganz klar sagen kann, dass Finanzen immer ein Streitfallthema der Documenta war. Also viele könnten es vielleicht auch wissen, eigentlich sind Defizite eher die Regel statt die Ausnahme bei der Documenta, weil die wenigsten der Ausstellungsausgaben tatsächlich mit einer positiven Bilanz abgeschlossen haben. Und die Frage ist eher die, wie hoch dann das Defizit im Gegensatz zum Gesamtbudget ist. Und da liegt besonders ein Vergleich mit der Documenta 5 und Harald Seemann nahe, denn hier gab es eine Überziehung von fast 40%, so wurde es zumindest damals diskutiert, später wurde das relativiert und es kam dazu, dass der
künstlerische Leiter oder damals Generaldirektor sogar persönlich in Regress genommen werden sollte vom Aufsichtsrat. Bei der Documenta 14 war es so, dass die AfD einen Antrag für eine Untersuchung auf Untreue gegen Hilgen, Cimcik und Kuhlenkampf gestellt hat. Und in beiden Fällen kommt es tatsächlich dazu, dass der Kulturbetrieb aufschreit und sich ganz viele Leute mobilisiert haben und offene Briefe geschrieben haben. In diesen offenen Briefen bei der Documenta 5 und 14, die ich vergleiche, werden zum Beispiel ganz viele Forderungskataloge gestellt, dass zum Beispiel so Pläne, das und das und das muss gemacht werden, sonst ist die künstlerische Freiheit in Gefahr. Und das kann man eigentlich dann auch ganz gut vergleichen und auch schauen, was davon wurde zum Beispiel umgesetzt. Und es zeigt sich auch in beiden Fällen, dass es gar nicht mehr um das eine Defizit als eine Sache geht, sondern es eher um eine größere Grundsatzdebatte geht, um die künstlerische Freiheit und auch die Frage der Haftbarkeit einer künstlerischen Leitung, weil das immer Präzedenzfälle schafft, einfach auch für andere Kulturinstitutionen. Annette Kuhlenkampf beschreibt auch in einem Artikel, die künstlerische Freiheit ist das Herz der Documenta. Und das ist eine Aussage, die sich wahnsinnig oft von sehr vielen Akteuren findet, dass man immer wieder diese Freiheit als Kern der Documenta begreift. Und Freiheit ist etwas, was wir linguistisch als Hochwertwort beschreiben würden. Also es ist ein Ausdruck, der neben seiner eigentlichen Bedeutung auch eine positive Konnotation hat. Also sind wir uns zum Beispiel alle einig, dass die Freiheit geschützt und bewahrt werden soll oder hochgehalten, was man auch im Diskurs viel findet. Was da aber auch beschrieben wird, was ich zum Beispiel in Kookurrenzen untersucht habe, also Begriffen, die rund um Freiheit auftauchen, so 5 Wörter davor und danach, dann taucht auch ganz oft der Begriff Gefahr auf. Die Freiheit scheint also in Gefahr zu sein und eine Lösung für diese Gefahr sollen Grenzen und Maßstäbe und Rahmen sein, also ökonomische Grenzen vor allen Dingen, die Documenta schützen können. Also indem durch die Ökonomie und dann im längeren Weg durch die Politik quasi ein stabiler finanzieller Rahmen geschafft werde, kann in der Mitte quasi die Freiheit geschützt werden. Das ist eine Metapher, die ganz oft gebraucht wird, dass quasi so ein Innen- und ein Außenraum dargestellt wird, wobei meistens innen positiv konnotiert wird, wie in diesem Schutzraum. Ein Problem ist aber auch, dass sich diese Metapher umkehren kann, dass außen eigentlich das Positive ist, in dem dieser Schutzraum auch als Gefängnis wahrgenommen wird. Diese Grenzen, Maßstäbe und ein Rahmen können also auch gleichzeitig etwas Einschränkendes für die künstlerische Freiheit sein. Und Geselle hat in der Pressekonferenz vom 21.09.2017, das habe ich zum Beispiel transkribiert, so diese einstündige Konferenz gesagt, künstlerische Freiheit hat da ihren Rahmen, eine Auslassung, wo sie die Institution Documenta am Ende möglicherweise selbst gefährdet. Und das erklärt vielleicht, warum diese Metapher eines Schutzraums auch langsam in eine Gefängnismetapher übergeht, warum so viele Leute aus dem Kulturbetrieb aufgeschrien haben und gesagt haben, unsere künstlerische Freiheit ist in Gefahr, weil man halt diesen Schutz, diesen Künstlerrahmen durch die Ökonomie auch als einschränkend wahrnehmen kann. Zum Beispiel wurde im Diskurs auch ganz häufig diskutiert, ob zum Beispiel in Zukunft zweite Standorte verboten werden sollten, damit nicht mehr der finanzielle Rahmen gesprengt wird, woraufhin aber auch der Aufsichtsrat sehr häufig sagt, nein, solche Eingreife in die künstlerische Freiheit befürworten wir nicht. Das soll nicht irgendwo festgelegt werden, dass nur noch in Kassel Documenta stattfinden dürfen. Peter Bendixen schreibt 1998, wenn aber Kunst mentale und reale Grenzüberschreitung zu ihrem Wesen, zu den Bedingungen ihrer Möglichkeiten bestimmt, dann muss sie beinahe zwangsläufig in Konflikt mit den Kräften des ökonomischen Prinzips geraten. Und hier kommen wir eigentlich wieder zu dem Beginn meines Vortrags zurück, nämlich zu diesem Widerstreit zwischen Kunst und Ökonomie, der sich auch in dieser Raummetapher zur künstlerischen Freiheit wiederfindet, dass wir quasi dieses Problem haben, natürlich muss eine Documenta auch irgendwie finanziert werden. Natürlich ist es nicht gut, wenn Budgets überzogen werden, aber andererseits liegt es auch natürlich im Autonomiebestreben der Kunst, möglichst auch Grenzen zu überschreiten und nicht immer die Ökonomie an erste Stelle zu stellen, sondern auch künstlerische Konzepte quasi in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen kann ich jetzt quasi nur eine Diskussion gleich eröffnen, denn ich denke, dass eine Aufarbeitung der Geschehnisse durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen natürlich sehr wichtig sind, dass einfach die finanziellen Dinge aufgeklärt werden, aber auch, dass diese Diskurse angeschaut werden, wie sich Narrative durchsetzen, kann dabei helfen, einfach zu verstehen, was genau passiert ist. Und Krisen können ja auch als Chancen begriffen werden. Es gab ja auch schon ganz viele Umstrukturierungen der Documenta. Und ich verfolge in meiner Arbeit eigentlich so das Ideal der Transparenz, dass man alles aufzeigt, was im Diskurs passiert und auch agonale Spannungen aushält.
soll also quasi kein Angriff auf bestimmte Akteure sein. Ich sage nicht, da wurde was falsch oder richtig gemacht, sondern es ist gerade im Sinne der Documenta, diesen Gesprächsraum zu eröffnen und Gespräche anzuleiten, weil das Besondere, was ich auch in meiner Arbeit untersucht habe, ist, dass einfach sehr viele Leute das Bedürfnis haben, über die Documenta zu sprechen, sich einzubringen in Diskurse und all diese Stimmen eigentlich gehört werden sollten. Und damit würde ich jetzt auch vielleicht eine Fragerunde oder eine offene Debatte eröffnen zu dem Thema und würde mich einerseits freuen über Fragen zu meinem konkreten Thema, aber auch zu unserer linguistischen Kunstkommunikationsforschung an der Uni Kassel im Allgemeinen. Und ja, freue mich. Ja, herzlichen Dank für diesen sehr gehaltvollen Vortrag zum Thema, für mich das Stichwort, das Entstehen kollektiver Wirklichkeiten, ob die mit den Tatsachen zu tun haben oder nicht. Zwei Fragen vorab mal, vielleicht habe ich noch andere, aber für den Moment. Liegt denn das Gutachten dieser Wirtschaftsprüferfirma PwC, liegt denn das inzwischen vor und ist das öffentlich zugänglich? Und die Frage, es war da von dem entsetzlichen Skandal die Rede, dieser Transport dieses kleinen Kunstwerkchens da von Athen nach hier. Was hat es denn nun gekostet? Also nicht, dass ich Lust hätte, mich darüber zu empören, aber ich wüsste einfach, die einen sagen 6.000, die anderen sagen 500.000. Wie war es denn? Also ich kann nichts zu den Tatsachen sagen, kann aber sagen, dass im Diskurs zum Beispiel Annette Kuhlenkampf, die hat ja ein Interview in der FAZ gegeben schließlich, als sie ihr Schweigen brach. Und da hat sie, glaube ich, von einem Betrag wie 6.000 Euro gesprochen. Also es war nicht dieser sechsstellige Betrag, sondern etwas deutlich geringeres. Und zu der ersten Frage... Ich glaube 6.000, also irgendwas in dem Dreh, also es war deutlich geringer, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Ich weiß nur, dass die 6 drin vorkam, was vielleicht dieses Missverständnis befürwortet hat. Und zum Prüfungsbericht kann ich auch tatsächlich nichts sagen, weil ich nur diese Texte verfolgt habe. Und da ist tatsächlich auffällig, dass bestimmte Seiten dieses Prüfungsberichts einer Zeitung zugespielt wurden. Dann haben natürlich alle anderen intertextuell auf diese Zeitung verwiesen und gesagt, das liegt vor, aber zumindest in all diesen 230 Texten, die ich auffinden konnte, hat niemand diese Quelle komplett vorliegen und auch nur eine Gruppe diese Quelle so. Und es wird auch ganz, ganz, ganz oft betont, dass es nur 3 oder 4 Exemplare angeblich gab, die tatsächlich dem Oberbürgermeister und so weiter vorlagen, Teilen des Aufsichtsrats. Aber zum Beispiel auch Adam Cimcik sagt, ich habe nie irgendwas davon gesehen, da wird über mich gesprochen und ich habe diese Dokumente nicht gesehen. Aber ob sie zugänglich sind oder ähnliches, da müssen Sie, glaube ich, selber recherchieren, weil ich tatsächlich nur die Texte und die Spuren darin sehe. Die Quelle, oh, das müsste ich nochmal nachgucken. Ich kann nachher an die Wand schauen, aber ich weiß, dass es eine Zeitung war, und da habe ich mich auch gefragt, wie haben Sie das zugespielt bekommen? Also war da wieder ein Leak oder war das ein bewusster Schritt? Ich glaube Stuttgarter Allgemeine, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann das nochmal recherchieren und Ihnen gleich antworten. Ja, vielen Dank für den informationsreichen Vortrag. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, und zwar, ob du uns ein bisschen das Verhältnis Kunstpresse, allgemeine Presse erläutern könntest. Also du hast da immer wieder IFLAX als Plattform genannt, wo die künstlerische Leitung Unmut oder beziehungsweise eine eigene Position versucht zu artikulieren oder artikuliert hat mit diesen offenen Briefen, auch jetzt wieder. Gleichzeitig erscheint Artnet jetzt eher in diesem Fall mit der allgemeinen Presse zu schwimmen, um nochmal so ein Bild zu nehmen. Gibt es da eine Agonalität, wie du sie da nennst, oder wie würdest du dich das Verhältnis genau beschreiben? Ich würde tatsächlich sagen, also die Beispiele von Artnet, die waren jetzt, glaube ich, nicht so exemplarisch, weil ich auch eher sagen würde, dass Artnet, also es gab halt eine Frontenstellung in den Medien, dass es bestimmte Mediengruppen gab, die sich zum Beispiel auf die Seite des Aufsichtsrats eher gestellt haben, dann würde ich eher sagen, dass fast alle Kunstmedien Partei ergriffen haben für zum Beispiel die künstlerische Leitung oder auch die Geschäftsführung in Schutz genommen haben, also dass da auch Artnet dann eher auf dieser Seite unterwegs ist. Und das kann man schon ganz klar beobachten, dass es da einfach ja verschiedene Seiten gab und dann auch Artnet zum Beispiel hat einen Artikel geschrieben, wo sie auch davon sprechen, dass es diese verschiedenen Narrative gibt und man alle Seiten hören sollte, um den Diskurs wirklich wahrzunehmen.
Unternehmen. Und da kann man aber trotzdem auch beobachten, dass die Kunstmedien natürlich anders kommunizieren. Also ich habe mir ja zum Beispiel diese Leserkommentare angeschaut und das sind vielleicht nicht Leute, die dann auf Englisch bei Artnet noch Artikel lesen und deswegen einfach auch andere Informationszugänge haben und ähnliches. Und das ist auch eine Grundlage meiner Arbeit, dass ich mir diese verschiedenen Felder wie das Kunstfeld anschaue oder das politische Feld und den öffentlichen Diskurs und wie sie auch teilweise exkludierend sprechen. Also zum Beispiel meine Kollegin Christine Ries, die vorhin das Runtergefallene wieder gefixt hat, die forscht zum Beispiel zu Kunstsprech, also dieser Sprache der Kunstwelt, die manchmal exkludierend sein kann. Und das habe ich ja schon erwähnt, dass dann manchmal diese Texte auch auf Unmut treffen, weil nicht alles als verständlich wahrgenommen wird. Ja, also ich fand das sehr anregend, aber weil Sie ja sagen, Sie vergleichen die Schriften und was mitgeteilt wird und die Wechselseitigkeit. Wenn es jetzt aber um die Fakten geht, also hat denn eine Unternehmensführung, eine Geschäftsleitung wie Kuhlenkampf in gewisser Weise versagt? Kommt das raus? Kommt das vor allen Dingen bei Ihnen dann raus oder kommt das nur bei irgendwelchen Prüfern raus, nur mal angenommen? Wie ist das mit dem Adam Schiffschick? Wo hat der dann eben Dinge sozusagen fragwürdig gemacht, wo man sagen könnte, das wäre besser zu machen? Nur mal das. Man kann ja nicht per se sagen, alles ist falsch. Es gibt ja immer eine Dialektik, eine Verschiedenartigkeit. Und wie ist das mit anderen Wahrheiten? Vorhin ging es ums Geld. Es gibt ja da viele Bereiche, aber auch andere Dinge. Allein die Meinungen, werden die denn korrigiert? Können Sie in zwei Fragen dazu? Können Sie von Ihrem Forschungsgebiet dazu zur Korrektur von Dingen, die eben nicht richtig sind, irgendetwas beitragen? Und ja, wenn inwiefern? Und die zweite Sache, wenn Sie es nicht können, kommt das denn irgendwann an die Öffentlichkeit? Weil Probleme tauchen ja mannigfältig auf, gerade in so einem Dokumenta mit ganz verschiedenen Akteuren, die zum Teil auch, glaube ich, nicht immer genau die richtige Verortung haben, was ist jetzt eigentlich dran, weil es ja neu entsteht. Also das sind so zwei Fragen für Sie. Wie schätzen Sie das ein? Und kann man es denn überhaupt, denn wenn es um Wahrheit geht, ist das ja gerade eine grundlegende Frage, die letztlich interessiert. Es interessieren ja nicht 100 oder 1000 Meinungen, die alle falsch sein können, sondern eigentlich, was ist es denn letztlich? Ich glaube, das interessiert die meisten Menschen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist ein ganzer Berg an Fragen. Ich versuche es abzuarbeiten und falls ich was vergesse, können Sie ja nochmal ergänzen. Zur ersten Frage, ob ich mir tatsächlich die Fakten angucken oder etwas zu den Fakten sagen kann. Nein, es sei denn, sie sind in Texten irgendwo vermerkt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, habe nicht bei der Dokumente angefragt, um diesen Prüfbericht zu sehen oder ähnliches. Was ich aber sagen kann, wenn ich Texte vergleiche, merke ich auch Unstimmigkeiten. Also ich habe zum Beispiel hier oben als Überblick für meine Dissertation auch einfach kurz zusammengefasst, was ungefähr in diesem Finanzskandal passiert ist. Und da ist natürlich auffällig, wenn zum Beispiel Aussagen sehr stark auseinanderklaffen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der Oberbürgermeister Geselle diese Mitteilung des Defizits anders datiert als Annette Kuhlenkampf, dann kann ich nicht sagen, wer jetzt gerade recht hat, aber ich kann sagen, da scheint es irgendwie Unstimmigkeiten zu geben. Und das ist der Punkt, wo zum Beispiel JournalistInnen dann ansetzen könnten, um nachzubohren. Also das ist quasi nicht meine Aufgabe als Germanistin, diesen Fakten nachzugehen. Ich denke halt, wir müssen alles sehen und diese Transparenz kann einfach auch dabei helfen, solche Aufklärungen zu bringen. Das wäre quasi so ein bisschen zur ersten Frage. Und was war die zweite nochmal? Da geht es eigentlich um die grundsätzliche Frage von Wahrheiten, die jetzt real sein können. Also ja. 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 Oder vergleichen Sie, ich übertreibe über nur Meinungen, da kann man alles haben, aber es ist eigentlich unbedeutend. Das ist jetzt eine Richtung, eine Überbewertung vielleicht. Ja. Aber das ist meine grundlegende Frage. Ich würde sagen, Fakten sind unbedeutend, weil tatsächlich einfach auch die sprachlich, also nein, ich habe das jetzt ein bisschen pointiert formuliert, aber ich denke auch die sprachlich geschaffene Realität kann ganz klare lebensweltliche Konsequenzen haben. Zum Beispiel, dass Kuhlenkampf entlassen wurde, was im Diskurs auch ganz oft als Bauernopfer beschrieben wird oder gesagt wird, da wurde ein Schritt vor dem nächsten gemacht, weil eigentlich die Schuldfrage nicht geklärt wird, aber sie schon gehen musste. Deswegen kann das genauso eine Form von Realität sein, das, was diskursiv geschaffen wird, wie die wahren Fakten. Und deswegen ist gerade sowas nachzuverfolgen wie diese metaphorischen Szenarien auch ganz entscheidend, um zu schauen, wo ist vielleicht auch diese ja, diskursiv gebildete Realität ganz entscheidend, um das zu bilden. Und das kann ich als Linguistin machen. Ich kann diese Lücken aufzeigen. Ich kann zum Beispiel auch sehen, wo Sagbarkeitsräume vielleicht ausgeschlossen werden. Worauf ich nämlich noch nicht zu sprechen kam, ich habe mich zum Beispiel auch mit dem Sponsor Syndica Dokolo beschäftigt, der Dokumenta, der hat ganz viele afrikanische Werke finanziert und hat auch beigetragen zur Finanzierung des Obelisken mit einer sehr großen Spende. Und das Problem ist,
auf den bin ich eigentlich nur gestoßen, weil 2020 in den Luanda Leaks bekannt wurde, dass Cindy Kadokolo und seine Stiftung zusammenhängen mit sehr vielen schwierigen Geldern, die in Luanda quasi hinterzogen wurden, weil er zusammen ist mit Isabel dos Santos, die damals quasi ein Ölkonzert, einen staatlichen, leitete, wo sehr viele Gelder verschwunden sind. Und in diesem Kontext habe ich dann ein bisschen rückwärts geguckt und mich gewundert, warum spricht denn eigentlich niemand über Cindy Kadokolo? Und in dem Moment ist mir aufgefallen, oh, das hat jemand gemacht. Die AfD hat tatsächlich damals schon 2018, da ging es halt um den Ankauf des Obelisken, darüber gesprochen, dass diese Figur vielleicht kritisch sein könnte. Ich habe tatsächlich auch zum Beispiel bei Artnet schon Artikel 2006 oder 2007 gefunden. In dem Kontext wird schon darüber geschrieben, dass vielleicht da ein schwieriges Verhältnis ist. Und da, ich will jetzt auch nicht hier die AfD groß verteidigen, aber da ist mir nur aufgefallen, dass zum Beispiel diese Stimme kein Gehör im Diskurs hatte oder zum Beispiel auch in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen wurde ein Antrag gestellt, der Stadt Kassel zu diesem Thema zu sprechen, und der wurde unsachgemäß zum Beispiel abgewählt und es wurde nicht darüber gesprochen. Und sowas kann ich zum Beispiel auch aufzeigen, wo quasi klar bestimmte Diskurse auch vielleicht ausgeblendet oder unterdrückt werden, sodass einfach da auch keine Aufklärung passieren kann, weil ich kann auch nichts darüber sagen, ob Cindy Kadokolo böse ist oder nicht, das interessiert mich nicht. Ich kann nur sagen, das ist spannend, dass hier jemand sprechen wollte und nicht gehört wurde einerseits oder auch nicht sprechen durfte. Ein Satz, es ist ja sehr interessant, dass das Thema Wahrheit oder was tatsächlich sein kann und das Thema Realitäten oder Wirklichkeiten nicht zusammengehören müssen oder auch können, sondern dass da zweierlei sind. Es kann also eine Meinung sein oder auch eine politische, gesellschaftliche Meinung, und die kann dann auch falsch liegen und sie ist nicht die Wahrheit. Es wird also im Diskurs etwas genannt, was dann im Endeffekt nicht den Fakten entspricht. Und wir haben das ja auch im Dritten Reich gehabt. Gleichschaltung auf verschiedenen Ebenen, und im Nachhinein kam die Dramatik dieser Systematik. Da gab es viele Sachen. Erst raus, was die Menschen vorher gar nicht richtig erkannt haben. Also es kommt im Nachhinein raus und vorher ist es in der Meinung der Menschen gar nicht erfasst. Und dafür ist, glaube ich, Ihre Art ein bisschen aufhellend. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich glaube, so schlimme Zustände haben wir nicht. Ich glaube, da hatten wir zuerst auch noch eine Meldung, wenn ich mich richtig erinnere, und dann habe ich Sie auch auf dem Schirm. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre wirklich sehr intensive Arbeit. Ich habe trotzdem ein ähnliches Problem wie mein Vorgänger in der Rede, nämlich die Realität, wo Sie sagen, das ist nicht Ihr Thema, sondern die Art, wie über diese Realität gesprochen wird. Und nun war ich selber früher wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel und fand immer toll das Prinzip der Interdisziplinarität. Also hier wäre doch eigentlich genau ein Punkt, wenn man diese enge Geschichte, diese enge Verbindung zwischen Ökonomie und Kunst bearbeitet, dann wäre doch eigentlich der geeignete Ort, die Universität Kassel mit ihrem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ein bisschen beizutragen zu den Realitäten, um die es hier auch geht. Und es hat ja früher auch eine Menge Professoren gegeben vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, also ich kenne Herrn Hellstein noch persönlich, die da auch sehr substanziell zu beigetragen haben. Und wenn ich mir jetzt aber angucke, wer heute dazu hier zum Thema Ausstellung was sagt, da ist kein Wirtschaftswissenschaftler weit und breit. Ich fände das schön, wenn da mal irgendwie diese Seite auch mit hineinkäme. Da würden viele Fragen beantwortet. Was ich mir jetzt nicht verkneifen kann, ist die Sache mit dem Defizit der fünften Documenta. Also das ist ein Fehler, der kursiert seit 50 Jahren jetzt durch die Welt. Vielleicht kann ich dazu was beitragen, was nicht von mir stammt, sondern was ich aus einem Forschungsbericht weiß. Erstens, während der Laufzeit der Documenta 5 wurde das Budget um 1 Million verkürzt. Das ist erstmal etwas, was eigentlich heute gar nicht mehr denkbar ist, dass man einfach sagt, wir nehmen euch das Geld wieder weg, was ihr mal hattet. Ja? Zweitens, ursprünglich lautete das Defizit 800.000. De facto waren es 300.000. Und diese 300 waren wesentlich verursacht durch eine Entscheidung, die hinter dem Rücken des Ausstellungsleiters von einem anderen Mitglied, ich sage jetzt nicht von wem, aber die meisten wissen hier, wer es war,
verursacht worden ist. Und am Schluss hat Hans Eichel, der damalige Oberbürgermeister, selber sich in den Zug gesetzt und ist nach Tenja gefahren und hat sich bei Harald Seemann für die ganze Sache entschuldigt. Also diese Ausstellung, wenn sie ein Defizit hatte, war nicht es vom Leiter in irgendeiner Weise verursacht. Und das finde ich gut, wenn das auch mal ab und zu immer mal wieder gesagt wird. Noch eine andere Geschichte ist die Dokumenta 11, 12 und 13 haben gemeinsam einen Bonus erwirtschaftet, also einen Überschuss. Und da war man natürlich sehr verwöhnt hier in Kassel. Und dann gab es einen großen Wechsel in der Geschäftsführung und so weiter, das wissen auch einige hier. Und dieses Verwöhntsein hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man am Anfang gedacht hat, das läuft schon. Das war's. Ja, vielen Dank für die ganzen Punkte. Tatsächlich, zum Ersten versuche ich auch schon interdisziplinär zu arbeiten, indem ich zum Beispiel Theorien der Soziologie, Kunstwissenschaften und Ähnlichen reinhole. Und das ist ja auch gerade ein bisschen der Grund für Traces, dass gerade die Forschenden auch zusammenkommen und sich austauschen können. Und ja, da haben Sie voll recht. Und ich würde mich auch voll freuen über Input, mit welchen Leuten man da zusammenarbeiten könnte, also wenn da jemand was weiß. Und auch zu Harald Seemann, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich lasse ihn tatsächlich, also ich zitiere ihn auch sehr viel, dass er sehr unglücklich mit dieser Situation war und Ähnlichem. Und das ist ein sehr guter Hinweis auch, dass halt meistens diese Defizite auch gar nicht an eine künstlerische Leitung zum Beispiel anzuknüpfen ist und es da auch sehr viele Mythen und Falschstimmen gibt. Und das Spannende finde ich auch, dass ja nicht nur Annette Kuhlenkampf als Geschäftsführerin gesagt hat, die Dokumenta sei unterfinanziert, sondern das findet sich auch die Jahre zuvor immer wieder. Bernd Leifeld macht das Gleiche immer. Kurz vor Start der Dokumenta geht man an die Öffentlichkeit und sagt, wir haben zu wenig Geld, und dann macht man damit ein bisschen Druck auf den Aufsichtsrat. Also das ist dann auch das Spannende, wenn man das vergleicht, dass selbst in den positiv erwirtschafteten Jahrgängen eigentlich immer diese Finanzsituation kritisiert wird. Aber ja, das. Vielen Dank für die Beiträge. Habe ich denn Ihren Vortrag richtig verstanden, dass Sie im Grunde genommen nur sprachwissenschaftlich das ganze Thema angegangen sind? Weil das ist ja eigentlich multifraktionell zu sehen. Und wenn man alleine kommunalpolitische oder soziologische Aspekte da noch mit reinbringt, dann kann man zu anderen Ergebnissen kommen. Aber damit würde man überfordert werden. Ich bin ein sehr guter Bekannter von dem damaligen Chefredakteur. Und habe auch so ein bisschen die Hintergründe erfahren. Ich selbst war mal Geschäftsführer eines großen kommunalen Unternehmens und weiß auch, wie in solche Berichterstattungen dann Kommunalpolitik mit einfließen und damit ja Parteipolitik oder was auch immer gemacht wird. Nicht zuletzt auch dann das ökonomische Bedürfnis auch einer HNA sensationell sich aufzustellen. Und Sie haben es ja auch analysieren können, wie viele andere Zeitungen oder Medien, welcher Art auch immer, auf diesen Artikel denn zurückgegriffen haben. Und das ist ja auch wiederum ein Stück Reputation. Also insofern auch nochmal danke für Ihren extrem schnellen Vortrag, also alle Achtung. Und ich denke, dass es einfach sehr schwer ist, da jetzt allen Perspektiven gerecht zu werden, und man könnte vielschichtig noch diskutieren. Absolut, also da kann man noch viel mehr in die Tiefe gehen. Ich habe schon wahnsinnig viel in fremden Gewässern gefischt und versucht halt auch meine Ergebnisse nochmal zu spiegeln mit anderen Fachwissenschaften, aber wo Sie jetzt meinen schnellen Vortrag erwähnen, nächstes Jahr, also ich habe im nächsten Monat meine Disputation und dann im nächsten Jahr wird es auch eine Publikation geben und dann können Sie sehr langsam auf über 370 Seiten das Ganze nochmal durchlesen, wenn Sie möchten. Alle Achtung, ja, danke. Und vor allen Dingen, das kann ich vielleicht auch dazu sagen, meine Disputation ist gerade auch so formuliert, dass sie nicht nur für FachwissenschaftlerInnen ist, sondern ich weiß ganz genau, dass die Kasseler Öffentlichkeit und auch eine Kunstöffentlichkeit und Ähnliches interessiert ist an diesem Thema, sodass ich einfach auch bedenke, wer liest das Ganze und was kann für die auch interessant sein, dass halt auch Konzepte erklärt werden und Ähnliches. Wie eine medial wirksame Kurzfassung. Ja, vielleicht so eine Poetry Slam oder sowas dazu. Ich glaube, hier links gab es erst, ich glaube, Sie wissen jetzt die Reihenfolge so ein bisschen da hinten. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich würde trotzdem sagen, also ich finde es schwierig, so eine Debatte, also sagen, ich verstehe das als Ihre Doktorarbeit und als ein wissenschaftliches Vorgehen sozusagen, dass man das, sagen Sie, das im linguistischen Feld halten. Völlig, wenn wir es aber jetzt so weiter in so einer Veranstaltung diskutieren, finde ich es schwierig, das sozusagen als reines, ich sage es jetzt mal drastisch, Sprachspiel. Also Sie haben ja gesagt, Fakten interessieren Sie nicht, Sie interessieren sozusagen die sprachlichen Mechanismen. Die sind ja auch sehr faszinierend, wie Sie das beschreiben und charakterisieren können und bestimmte Muster beschreiben.
Aber eben hat ja mein Vorredner hat ja schon gesagt, es gibt eine, also sagen, ich glaube, das Sprachspiel ist eine Form, in der sich Sachen ausdrücken, aber dann ist schon die Frage, was sich dahinter verbirgt. Weil es ist nicht alles. Und ich würde jetzt schon hinterfragen zu sagen, Fakten zählen gar nicht. Es ist richtig, dass sich natürlich diese Sprachspiele extrem verselbstständigen in unseren Gesellschaften. Und das hat weder was mit gleichgeschalteter Presse noch mit Nationalsozialismus zu tun. Das haben alle sozusagen öffentlichen Diskurse haben Tendenzen. Das ist, da muss man jetzt nicht den totalitären Keule schwingen, um das sozusagen zu thematisieren. Das ist so. Das ist schwierig, damit umzugehen. Es ist erstmal ein Fakt. Und insofern war ja eben der Hinweis sehr interessant zu sagen, okay, es gibt eine gewisse ökonomische Logik bei so einer Zeitschrift, sondern sagen, wo es ein ökonomisches Interesse gibt zur Skandalisierung. Ich kann nur sagen, ich lebe mit meiner Familie in Berlin und in der Zeit gab es eine Buga in Berlin, die hatte 15 Millionen Defizit. Es war eine kleine Nachricht in der Lokalzeitung, period. Das war's. Also jetzt einfach mal sozusagen, offenkundig, gab es eine Skandalisierung und es gab Interessen an dieser Skandalisierung. Es gibt eine Lokalpresse, die daran Interesse hat. Es gab auch, das willst du einmal ganz klar sagen, es gab auch einen Oberbürgermeister, der daran Interesse hat. Es gab ihm die Chance, sich zu politisch zu profilieren, sich abzusetzen vor seinem Vorgänger, sich eher sozusagen populistisch als sozusagen kunstkritisch zu positionieren. Und wir müssen ganz klar sagen, man gewinnt keine Wahl mit Kunstfreunden. Man gewinnt eher sagen, okay, was sind unsere Steuergelder und so weiter. Mit so einer populistischen Rede gewinnt man eher Wahlen. Und so hat er sich profiliert. Das ist auch relativ schlicht. Und ich glaube, also man kann ich finde es extrem schwer, von diesen Dingen zu abstrahieren, wenn wir so Sachen diskutieren. Ich finde, da muss man irgendwie eine Präsenz haben. Und dann gibt es natürlich auch bei der Documenta selber vielleicht strukturelle Probleme. Ich meine, Frau Kuhlenkampf konnte für die Sache gar nichts, weil sie die mit Athen war schon längst entschieden, als sie berufen worden ist. Ich fand sie extrem mutig, dass sie das thematisierte öffentlich, sozusagen, das war ein sehr mutiger Akt. Und man muss auch sagen, strukturell, es gibt es in keinem Unternehmen, dass der Vorstand nicht sprechen darf. Der Aufsichtsrat ist Aufsichtsrat, die Außenvertretung hat der Vorstand von einem Unternehmen. Insofern ist eher vielleicht ein Problem, dass Frau Kuhlenkampf sich überhaupt diesen Maulkorb hat geben lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihr Vertrag aussah und Herr Cimczak, aber sagen, das muss einfach sagen, das ist nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, ein Unternehmen zu vertreten, sondern das macht der Vorstand. Und da sind einfach die politischen Probleme, über die Sie jetzt nicht reden können und wollen, aber ich denke, die müssen irgendwie auch ausgesprochen werden. Ja, und ich will auch tatsächlich gerne, dass darüber geredet wird und auch nochmal zu den Fakten. Also die interessieren mich persönlich, aber ich habe nicht das Instrumentarium, die Werkzeuge, um zuzugreifen. Natürlich könnte ich bei der Documenta anfragen und sagen, geben Sie mir dann nochmal die genauen Informationen, aber das würde auch ein bisschen meinen Korpus verunreinigen, weil ich dann die Leute, die ich analysiere, quasi als Quelle nutze. Aber ich finde halt gerade, dass das Gesprächsräume vielleicht eröffnen kann, wenn man zu diesem Thema forscht, dass wirklich Leute, die genau das Instrumentarium haben, dann da ansetzen können und solche Dinge erforschen können und auch einfach kritische Arbeit dann machen, weil ich natürlich versuche einfach vorurteilsfrei erstmal auf die Texte zu treffen, was natürlich auch nicht immer gelingt, weil ich natürlich auch Meinungen habe und bestimmte Personen mir sympathischer vorkommen oder weniger und ich auch Hintergedanken habe, die ich aber versuche in der Wissenschaftsarbeit ein bisschen rauszuhalten. Ich glaube, hier drüben gab es noch eine zweite Frage und dann wären Sie nochmal dran. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank. Ich fand das äußerst spannend, äußerst illustrativ und interessant. Und ganz besonders möchte ich Sie dafür loben, im Gegensatz zu manchen Vorrednern, dass Sie sich wirklich auf Ihr Thema als Linguistin konzentriert haben und nicht mit irgendwelchen Spekulationen über tatsächliche ökonomische Zusammenhänge oder die Sache sozusagen verwässert haben. Ihre Leistung liegt genau darin, dass Sie disziplinär korrekt und präzise gearbeitet haben. Meine Frage geht jetzt in eine Richtung, die Sie verschiedenen Textkörper betreffen. Wenn man unterscheiden könnte, etwa das, was die Laien sagen und schreiben, was die Journalisten sagen und was die Amtsträger sagen. Das haben Sie sicherlich auch im Fokus gehabt, wie sich diese drei Arten über dieses Thema zu reden unterscheiden und was man daraus dann für sprachwissenschaftliche Konsequenzen ziehen kann. Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ja zum Beispiel die Politik sehr oft
stärker angeknüpft ist an diese ökonomischen Sprachspiele. Zum Beispiel Oberbürgermeister Geselle war ja vorher auch Kämmerer der Stadt Kassel. Der kennt sich in dem ökonomischen Vokabular aus und hat das sehr stark benutzt. Dagegen die Kunsttexte machen das viel weniger. Die sprechen dann eher so über, weiß ich nicht, Theorien zur Finanzdebatte oder Ähnlichen. Und die Leserkommentare, da ist es halt so eine Mischung, weil da habe ich beobachtet, dass sehr viele Leserkommentare versuchen einerseits an diese Fragen, die LaienInnen in Krisen beschäftigen, anzuknüpfen, aber auch versuchen, zum Beispiel ökonomische Sprache oder Kunstsprache nachzuahmen, um zu zeigen, ich bin ein relevanter Diskursbeitrag, weil diese, ich nenne das immer periphere Diskursbeiträge, die sehr am Rand sind und wenig Deutungsmacht im Diskurs haben, versuchen sich dann ganz oft zu legitimisieren, indem sie sagen, ich kenne mich mit Kunst aus, ich kenne mich mit Ökonomie aus, und da merkt man, dass bestimmte Muster dann auch wiederholt werden. Und für mich war auch besonders interessant, wenn man die politische Sprache zum Beispiel anguckt, dass sich natürlich auch das Sprechen in vorgeschriebenen Pressemitteilungen sehr stark unterscheidet, zum Beispiel von dieser einstündigen Aufsichtsratssitzung. Also ich habe mir zum Beispiel immer diese Metapher von dem Innen und Außen und der künstlerischen Freiheit angeschaut, und dieser kleine Slip mit dem, dass es wie ein Gefängnis wirkt, dieses, sie kann sich selber in Gefahr bringen, das passiert in dieser Aufsichtsratssitzung, die eine Stunde ist, im gesprochenen Text, aber nicht in den geschriebenen Texten. Also die sind natürlich immer, da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, und das merkt man natürlich dann auch da als Unterschied. Aber das verfolge ich tatsächlich dann ganz viel nach und schaue halt vor allen Dingen dann auch an, wie diese LaienInnen eigene kommunikative Strategien entwickeln. Zum Beispiel ist da auch so ein Merkmal, dass ganz oft darüber gesprochen wird, dass Leute sagen, das sind meine Steuergelder, deswegen möchte ich auch mitsprechen. Also, dass quasi so eine Teileignerschaft als so Mittel genutzt wird, um zu sagen, ich kenne ja die Leute, die immer wieder diskutieren, also zum Beispiel Wutbürger Hermann oder Gustchen oder so, die Kommentare tauchen immer wieder auf und die nutzen zum Beispiel dann solche Strategien, dass sie, oder Bela spricht dann immer über den Steuerzahler, der das und das möchte, um quasi diesen Beitrag zu legitimieren. Und das unterscheidet sich dann natürlich ganz stark von den Argumentationsweisen beispielsweise der Politik. Falls, hat das Ihre Frage so ein bisschen beantwortet? Okay, ich glaube, dann hatten Sie sich noch gemeldet. Ja, also dem, was Herr Brinkmann eben sagte, kann ich mich anschließen. Ich kritisiere selbstverständlich nicht, dass Sie nicht wie eine recherchierende Journalistin einem Sachverhalt nachgespürt sind. Ihr Sachverhalt ist, wie gesagt, das kollektive Entstehen von Wahrheiten, Ansichten, der kollektive Jargon. Gut, dazu aber noch eine Frage. Nun hat sich allerlei in den Pressemitteilungen, die Sie zusammengetragen, gesichtet, gewertet haben, mit der ökonomischen Seite, der organisatorischen Seite der Ausstellung befasst. Nun wurde diese Ausstellung ja auch nach meiner Ansicht zu Recht unter künstlerischen Gesichtspunkten kritisiert. Manche sagen, das sei ein Tiefpunkt sondergleichen gewesen. Ich würde mich dem sogar anschließen, das am Rande. Aber sind Sie auch eventuell dem Thema öffentliche Erörterung des künstlerischen Niveaus nachgegangen? Also ich habe ja vor allen Dingen Texte nur untersucht, die mindestens das Stichwort Finanzen hatten, aber da drin wird natürlich auch oft ein Vergleich gezogen zu der künstlerischen Bewertung. Und das ist, was ich zum Beispiel auch sehr kritisch sehe, dass meistens das beides miteinander vermischt wurde. Dass halt dieses Sprachspiel der ökonomischen Bewertung, war das eine positive oder negative Bilanz, vermischt wird mit einer künstlerischen Einschätzung. Und da kann auch jede Person eine eigene Meinung haben. Zum Beispiel der Aufsichtsrat sagt auch immer wieder, wir betonen, wir finden Athen gut, aber das mit den Finanzen war doof. Und da habe ich halt nur quasi in meinen Diskursen beobachtet, ich habe mir jetzt nicht alle Kritiken angeguckt, sondern nur Kritiken, die auch über Geld sprechen, dass es schwierig ist, wenn diese beiden Bereiche vermischt werden, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja, indirekt sind natürlich Beziehungen, aber es sind verschiedene Bewertungskategorien, und das ist gerade auch dieses Übergreifen der Ökonomie, das Ökonomisieren, dass wir ganz oft mit einer Brille der Ökonomie alles Mögliche bewerten und das einfach der Kunst dann auch Unrecht tut, wenn man beides in einen Topf wirft. Also das ist dann quasi das Zusammentreffen, habe ich ein bisschen untersucht. Ich glaube, es gibt gerade keine Fragen mehr. Also ich bin auch noch einen Moment hier.
Und ansonsten kann man mich auch gerne kontaktieren, wenn man noch gute Hinweise oder Ähnliches hat. Also wie gesagt, ich habe nächsten Monat meine Disputation und im nächsten Jahr wird dann auch eine Publikation zu diesem Thema erscheinen und ich mache schon auch einige Vorträge und kleinere Artikel dazu. Aber freue mich auch immer gerne über Hinweise und Anregungen, weil bis jetzt ist es ja noch nicht gedruckt, das Buch. Also kann ich auch gerne noch Input bekommen, um an dieser Arbeit auch weiter zu forschen. Vielen Dank für die Rückmeldung und die angeregten Fragen und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Applaus